herzlich willkommen im großen Lesesaal der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig. Dieser Lesesaal wurde 1916 eröffnet und ist seitdem sowas wie das Herzstück unserer Bibliothek. Die Bücher der Deutschen Nationalbibliothek darf man nicht mit nach Hause nehmen und muss sie also hier im Gebäude lesen. Und deshalb ist das der Ort, an dem mit unseren Büchern gearbeitet wird und an dem sie gelesen werden. An den Wänden des Lesesaales befindet sich eine Handbibliothek mit ca. 16.000 Bänden. Das sind in erster Linie Grundlagen und Nachschlagewerke, die sofort ohne Bestellung verwendet werden können. In diesem Lesesaal sind die Werke der Geisteswissenschaften und Gesellschaftswissenschaften aufgestellt. Und es gibt aber auch noch andere Lesesaale für andere Fachbereiche, wie zum Beispiel Technik, Naturwissenschaften, Musik und so weiter. An der Stirnseite hier sieht man ein großes Wandgemälde. Das wurde 1920 von dem Jugendstilkünstler Ludwig von Hofmann fertiggestellt und heißt Brunnen des Lebens. Der Maler wollte damals, dass man die Regale darunter mit dunklen Vorhängen verhängt, damit die Farben der Bücher die Farbwirkung seines Gemäldes nicht beeinflussen. Er konnte sich damit aber nicht durchsetzen. In diesem Lesesaal gibt es insgesamt 178 Arbeitsplätze. Die sehen auch im Großen und Ganzen noch genauso aus wie 1916 zur Eröffnung des Lesesaales. Nur die Tintenfässchen sind heute nur noch Attrappe. Und es gibt hier an jedem Arbeitsplatz Stromanschluss und auch WLAN für alle. Die vier Herren hinter mir gehören zu einer ganzen Riege Dichter und Denker, die über die ganze Bibliothek verteilt sind. Etwa 50 Marmorbüsten wurden der Bibliothek zu verschiedenen Anlässen zur Eröffnung und zu Jubiläen von Privatpersonen und Verlagen geschenkt und die sind also heute noch in der ganzen Bibliothek zu sehen. Es hat allerdings nur eine Frau ihren Weg in diese Truppe gefunden und das ist die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach.